Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zu einem neuen Let's Plays Polizeigeschichten, Police Stories. Und als Anfang machen wir mal wieder die Sounds ein bisschen leiser. So. Hä? Auswählen, zurück, was willst du? Jetzt geändert. Ja, wie bin ich auf das Spiel gekommen? Eigentlich per Zufall. Ich spiele ja gern, also Hotline Miami habe ich gern gespielt, Party Hard. So in diese Richtung geht das auch. Okay, weniger Party Hard, weil wir weniger Fallen stellen, aber quasi so wie bei, wir hatten noch vor kurzem erst so ein Let's Angezockt Video gemacht. Ich komme gerade nicht auf den Titel. Da haben wir auch als Polizist quasi gespielt und versucht, die Leute gefangen zu nehmen. Das machen wir hier auch in ein Zweierteam. Das Spiel ist zwar quasi erst, ich glaube, diesen Monat rausgekommen. Ich schreibe es nochmal rein. Aber es ist noch nicht fertig. Also die liefern noch ein bisschen was hinterher. Zum Beispiel, dass man auch einen Koop-Modus oder so, also das Koop-Modus spielen kann auf jeden Fall. Und noch zwei andere Sachen. Editor. Das finde ich immer sehr wichtig. Ich selber erstelle nie gerne Maps, aber es gibt halt viele Leute, die das gerne machen. Und darum sehe ich das auch immer als sehr wichtig. So. Okay, ach ja, Online-Koop. Entschuldigung, hier steht's. Comic soon. 2. Oktober ist ja bald. Lokaler Koop geht schon. Aber wir machen mal Einzelspieler. Okay, ich muss lesen. vorlesen, Entschuldigung. 95 war das jetzt. Da sind noch Kassetten. Bevor wir anfangen, ich wollte mich nur bei dir bedanken. Danke. Du bist der Einzige, der nicht direkt aufgelegt hat, als ich erzählt habe, an welcher Sache ich gerade dran bin. Eine Journalistin, blond, blaue Augen. Alle anderen sind einfach verschwunden. Als würden die nicht darüber reden wollen. Ich will einfach nur, dass du weißt, wie wichtig mir das ist, dass du bei der Sache dabei bist. Also fangen wir ganz am Anfang an. Erzähl mir von deinem ersten Arbeitstag mit Officer Rhymes. Bereit, wenn du es bist. Ja, ich bin bereit. Das sieht ja aus wie bei mir zu Hause. So, Schwierigkeitsgrad wählen. Standard, erlebe das Spiel, wie die Entwickler es für dich vorgestellt haben. Taktische Ausrüstung spielt dafür das Gameplay eine wichtige Rolle. Leicht für alle, die vor allem Story genießen möchten. Du brauchst keine taktische Ausrüstung einsetzen, wenn du über gute Reflexe verfügst. Also es ist einfach wegballern, ja. Wegballern ist nicht so die gute Option hier. Also ist eine Option, klar, aber nicht die beste. Wohl, wir machen mal Standard. Und wir sehen auch gleich, wie viele Missionen es gibt. 18 Stück. Ich habe auch schon gelesen, dass wenn man zu zweit spielt quasi, man auch mehr Punkte kriegt pro Mission. Aber mir geht es ja auch nur um der Beste zu sein, um irgendwie ein Level 1000 Mal zu spielen, nur damit ich irgendwo auf Platz 1 stehe online. Ist nicht so mein Ding. Zentrale, John Rhymes. Jones und Rhymes, oder was? Die Zentrale ist dran. Wo seid ihr denn? Egal, uns wurde ein Überfall auf dem Armadillo Bar und Grill gemeldet. Also fahrt mal dahin und seht euch das an. Die Verdächtigen sind schwer bewaffnet und haben vor Ort mehrere Geiseln genommen. Also passt bloß auf euch auf. Vor allem du, John. Du solltest ja nicht gleich am ersten Tag draufgehen. Nö, wollen wir nicht. Verdächtige, insgesamt 7, das wissen wir schon vorne ab. Zivilisten 3, Schwierigkeits 3,5. Neutralisiere die Bedrohung, sichere Beweise. Ausrüstung. Ah, John Rhymes, das bist du. Also ich. Und Rick Jones ist unser Partner. Okay. Wie hießen die bei Lethal Weapon?
Ne, die hießen glaube ich anders, ne? Wick, Wick. Ne, weiß ich nicht mehr. So, Blendgranate haben wir noch. Erste Hilfe. Dietrich-Set. So, ich weiß nicht, ob ich zwischen den beiden... Ah. Macht das Sinn zu wechseln? Dietrich-Set. Achso, können quasi alles voll ausrüsten. Können wir auch dort vor Ort Gegenstände finden? Ich lass mal einen weg. So, einer reicht ja, wenn einer ein Dietrich-Set hat und der andere eine Blendgranate. Ach, ich muss auswählen. Na gut, machen wir. Nehmen wir alles mit. Kostet ja nichts. Achso, ich muss mich verarschen. Ah, da kann auch eine Blendgranate. So, entert zum 98 war das, Entschuldigung. Da hatten wir doch schon CDs, oder? Also, folgendes. Ist letzte Nacht passiert. Ich bin durch diesen wirklich dunklen Gang gelaufen. Stockdunkel. Nicht mal die Wände waren zu sehen. Ich bin eine gefühlte Ewigkeit lang gelaufen, als plötzlich... Ich habe eine Tür direkt vor mir gesehen. Aha. Mikey's Diner. Eine riesige Tür. Bloß eine von diesen großen aus Holz. Ich gehe hinein und öffne sie ganz langsam. Und was soll ich sagen? Da ist nichts. Nur ein leerer Raum. Bis auf den Karton. Was mag da wohl drin sein? Ein Pappkarton. Steht da einfach, in der Mitte des Raums. Ich gehe hin, öffne den Pappkarton und da drin ist ein Kopf. Und ich kann immer nur denken, was in diesem Karton ist. Ja, dann öffne ihn doch mal. Plötzlich fällt mir auf, dass da Blut an den Seiten ist. Mein Hirn schreit praktisch. Was ist da drin? Was ist in den Karton? Was ist in den Karton? Dann endlich mache ich ihn auf und... Susie, der Kopf meiner Frau. Susie ist drin. Ich bin gut. Ist aber dramatisch. Was für ein Traum. Ich wäre danach beinahe aus dem Bett gefallen. In eine andere Stadt umzuziehen, ist der reinste Albtraum. Wir packen jetzt schon seit fast einem Monat immer noch aus. Kein Wunder, dass ich deswegen schon Albträume habe. Hm, Rick? Das wäre ich eher. Guter Text. Ah, er erzählt doch was. Dein Klassenkamerad ist von der Polizeiakademie. Noch dazu, dein bester Freund wurde soeben zu deinem Revier versetzt. Und mehr fällt dir dazu Begrüßung nicht ein? Du hast dich ja kein Stück verändert. Finde ich super. Schlürf. Ich hoffe, diese kleine Therapiesitzung ist bald vorbei. Wenn ich hier eine Zeit mit dir vergeude, vermisse ich schon fast die Polizeiarbeit. Eiskalt wie immer. Weißt du was? Ich habe das irgendwie vermisst. Wie auch immer. Wie geht's dir? Was hast du denn die ganze Zeit über so getrieben? Ist das jetzt hier ein ganzes, ist das ganze Zeit so ein Spiel, Mann? Ich will jetzt mal endlich mal Einsätze machen, Mann. Tja, weißt du, das Übliche halt. Fälle knacken, Arschlöcher einbuchten. Top Officer, dieses Drecksloch von Revier werden wir, sich nicht wie ein kleiner Feigling aufführen. Ich, ein Feigling? Mann, du hast mir doch gerade erzählt, dass du Angst vor Kartons
hast. Das stimmt. Gut. Wie auch immer. Ist gut, dich wiederzusehen. Ach, scheiß drauf. Ich hab dich vermisst, du nerventötender Hurensohn. Ja. Polizeigeschichten. Police Stories. Moment mal. Sollten wir nicht irgendwo hin? Die Zentrale hat uns vor einer halben Stunde angefunkt, John. Mann, machen die ihre Arbeit gut. So, mein Kaffee ist leer. Verdammte Scheiße. Die schlürfen da Kaffee und ich hab keinen. Endlich Action. Ey, der Tisch sah aus wie bei Sons of Anarchy. Das war der Tisch, wo die quasi, Oh, jetzt geht's los, Mann. Arbeite mit deinem Partner zusammen und gib ihm taktische Anweisungen. Folgen Befehl oder das Befehl zurücknehmen, Space-Taste. Cursor über das Ziel bewegen. Okay. Ist das ein Zivilist oder ist das ein Gegner? Ich habe keine Ahnung. Die haben aber schön die Motorräder kaputt gefahren. Ich habe nur auf den Tisch reagiert da hinten. Den sehe ich noch nicht. Aber ich zeige ihn euch. So, ist das ein Zivilist? Woran sehe ich, dass das auch ein Good Guy oder Bad Guy ist? Einfach drauf schießen, was meint ihr? Stand down. Regroup on me. Get down now! Oh. Ich habe einfach auf E gedrückt. Verhaften, habe ich doch gerade gemacht, Mann. Hey, bei Police Stories musst du vor allem, musst du alle Verdächtigen in einem Level neutralisieren, um deine Mission abzuschließen. Verhaftungen sind dabei die beste Lösung. Ergeben, E. Nähern und Handschellen anlegen, E. Das kann ich mir merken, E. Get down, get down, Motherfucker. Get down now. Handschellen, los. Verhaften, yes. Es gibt Punkte, Motherfucker. Mülltonne, go! Okay, der Mann der Wache steht. Den haben wir. Woher wissen wir, ob jetzt dahinter einer ist? Stand down. Fall in on me. Wie kann ich da jetzt. Nee, wie kann ich die Tür öffnen, verdammt? Dieses Menü, was er gerade angezeigt hat am Anfang. Scheiße. Du darfst nur tödliche Schüsse abgeben, wenn ein Krimineller mit einer Waffe auf dich zielt. Ergibt sich ein Verdächtiger nicht sofort oder versucht zu entkommen, setze nicht tödliche Festnahmen-Techniken ein. Ergeben, E, mehrfach wiederholen. Mehrere Warnschüsse links abgeben, linke Maustaste. Nähern, Nahkampf mit F. Okay. Hands up! Fuck you. Hands up! Okay. Okay, Motherfucker. Ich komme da gleich rein. Ich habe doch eine Blendgranate, verdammt. Nee. Ausrüstung. Dietrich. Blend. Rein damit. Ich habe meinen Kollegen geblendet. Ah, hier ist er nicht. Ist er auch nicht. Das ist doch die Bar von Sons of Anarchy, Mann. Der Billardtisch war da und dann war da nämlich die Ecke. Hier die Bar. Definitiv. Ein Klavier weiß ich nicht. Aber hier war Billardtisch und davor war der Eingang. Und die Serie habe ich erst vor ein paar Jahren geguckt, Mann. Nee, nimm den Gegenstand, Mann. Kann ich den Gegenstand nehmen? Aufsammeln. Beweise gefunden. Oh. Können wir Beweise verschwinden lassen? Genau, ich habe eine Pistole aufgesammelt. Der war bewaffnet. Ich habe das so blitzschnell gesehen. Das glaubt ihr ja gar nicht. Ja, hands up. Was liegt denn hier noch? Koks? Alter, das ist sowas von der Tisch von Sons of Anarchy.
Sowas von, auf jeden Fall. Das ist die Tür, links ist der Tisch, das weiß ich noch so, wie man. Das ist definitiv, das ist cool. Weiter kann ich mich nicht erinnern, wo hier die Räumlichkeiten waren. Aber dass wir im ersten Level quasi die Sons of Energy hochnehmen, finde ich cool. Mal kurz gucken hier. Keine Sau da, okay. Wie kann ich meinen Kumpel Befehle geben? Das würde mich nochmal interessieren. Den Raum. Bleib mal hier. Kumpel, guck dir mal die Tür an da. Bleib mal da. Ah, Scheiße, was haben wir auch nicht gesichert. Get down now. Ah, verdammt. Unglaublich. Er hat eine Waffe gehabt, Mann. Wie mache ich denn einen A-Kampf F? Get down now. Ja. Ne, Neustart. Okay, okay. Das ist wie bei Hotline Miami. Man muss halt mehrfach anfangen. Achso, die wir... Warum ist denn der weg? Ah, die ändern ihre Position, die Schweine. On the ground now. Hier ist keiner. Get down, oh, doch. Ich glaube, mein Kumpel hätte mir jetzt den Arsch retten können. Get down. Get down now. Fuck it, Alter. Voll verkackt. Alle deine Aktionen, ob richtig oder falsch, wirken sich auf deine Gesamtpunktzahl aus, die da unten rechts am Bildschirmrand zu sehen ist. Gerade sehe ich es nicht. Du brauchst genug Punkte, um den nächsten Level freizuschalten. Hol dir extra Punkte, indem du Beweise sammelst. Ja, danke. Lass mich doch erstmal eine Runde durchspielen. Okay, laufen können wir auch. Ist doch nicht so leicht bei den Suns. Ja, komm, mach die Tür auf. Fuck, der hat jetzt uns verpetzt. Okay, gehen wir erstmal mal ins Büro rein. Das wird bestimmt voll sein. Get down now. On the ground now. Ups. Ich weiß leider nicht mehr die Charaktere aus der Serie. Wie die hießen. Vielleicht geben sie sich auch nochmal Mühe, machen die auch nochmal extra. Fuck, ich bin verwundet. Officer verletzt, Officer verletzt. Super, dass er das Medikit hat, ne? Kann ich die Charaktere wechseln? Waffe aufheben. Was denn, Mann? Ah. Manche Türen sind verschlossen. Mit Gewalt oder taktischer Ausrüstung kannst du sie öffnen. Zerschieße das Schloss oder setze einen Nahkampf. Okay, man kann sie da auftreten. Nutze taktische Ausrüstung wie Dietrich. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, auswählen. Danke. Nee, nehmen wir mal fest, Junge. Okay. Na Kampf! Hey, you kids! Get down! Get down! Mann, ich wollte doch extra daneben schießen. Ey, ich schieße jetzt einfach in die Fresse. So.
Aber das Spiel macht mir Spaß. Ja, mir egal. Ach, gib Minuspunkte. Deine Mutter. Den hab ich voll übersehen. Aber es macht Spaß. Es macht wirklich Spaß. Hotline Miami nur in schwerer. Also da wäre ich schon durchgerannt, glaube ich. Alles töten. Get down now. Heads up. Okay, diesmal habe ich nicht absichtlich daneben geschossen. Ups. Ich habe auf F gedrückt. Das wird langsam peinlich. Okay. Alter, so schnell kann ich gar nicht reagieren. Ich schieße jetzt, wenn die eine Waffe in der Hand haben, ey. Okay. Get down now. Was denn? Gut, sag ich doch. Der hat mich doch unerlaubt irgendwie angegriffen. Müssen wir nachladen? Aber der hat mich trotzdem erwischt. Scheiß Wichser. Get down. Bist du alleine? Bist du alleine? Er scheint alleine zu sein. Das Glück gehabt. Ah, ist da hinten noch einer? Fuck. Ich brauche mal ein bisschen Medipack, Mann. Was haben wir noch so? Erste Hilfe. Danke. Gibt sogar Punkte. Cool. Kann ich nachladen? Oh ja. Einfach R. Cool. Ah, ich habe mich richtig geheilt, habe ich mich trotzdem nicht, oder? So, was schauen wir als erstes nach? Das scheiß aus. Get down on the ground now. Gut, man muss auch lernen, daneben zu schießen. Ist nicht leicht. Okay, aber allein auf dem Kackhaus. So, ist in der Vögelbude jemand? Okay, nehmen wir die Waffe. Ach, das ist... Das... Ah, regt mich langsam auf. Das ist so peinlich, ey. Ich habe Hotline Miami so easy peasy durchgestellt, gespielt. Der hat doch auf mich geschossen, Mann. Ich muss mir E drücken. Hab mich doch schon zur Hälfte weggeballert. Oh, die Küche habe ich letztes Mal immer vergessen. Get down now. Get down. Get down now. On the ground now. Okay. Kann ich nochmal erste Hilfe? Und weiter geht's. Okay, bist alleine? Das ist ein Glückstag, Motherfucker. So. Also hier kommen wir ja immer gut hin. Aber in den nächsten Räumen verkacken wir immer. Oder ich zumindest. Ich muss immer auf E drücken. E muss immer...
habe eher meinen Finger gleich auf der linken Maustaste. Oh, ich habe ihn erwischt. Ups. Ups. Er hat überlebt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, er wäre tot. War er alleine? Nee. War leider jemand, der auf Kerle steht. Verdammt, und der war bewaffnet. Zivilisten habe ich aber bisher noch nicht gesehen. Gut. Wenn es das jetzt gleich nicht klappt, dann setze ich, glaube ich, die Schwierigkeit runter. Ne, das zählt nicht. Wir machen noch einmal. Also die Schwarzen, also die Männer in diesen Lederkutten. Alter. Ich will nicht auf leicht spielen. Runter. Lad nach. Alter, runter mit dir. So. Also ich finde das gut, dass sie ihre Position wechseln. So wird das nicht langweilig. Bei Hotline Miami wusste man irgendwie immer, wo die denn sind. So. Der mit der schwarzen Kutte, die sind immer schießsüchtig. Oder schießen eher. Der Rote zögert manchmal ein bisschen. So. Nochmal Scheißhaus. Ach. Hätte ich nochmal warten sollen, bis er schießt oder was? Ist mir jetzt egal. So, Bums, Bude 1. Alleine? Okay, oder ist da eine Dame auf dem Klo? Danke, Kumpel. Alter, da hat mein Kumpel mir aber den Arsch gerettet. Der Kollege. Bin ich nervös, so weit waren wir noch gar nicht. So, Vorratskammer. Ayukit, ruf da. Fuck it! Nein, das kann's doch nicht sein! Oh, ich gebe mich auf. Einmal noch. Einmal noch mit diesem Modi hier. Auf dieser Schwierigkeitsgrad. Oh, ich habe absichtlich daneben geschossen. Fest. Nachladen. Waffe aufheben. Koks aufheben. Weiter. Haben wir Blutspuren hinterlassen? Cool. Also. Ach, das ist die Küche mal vergessen. Verdammt. Get down now. Nein, ich hab daneben geschossen. Ach, verdammt. Kann man nicht. Müssen wir die komplette Geschichte nochmal anfangen? Oh. Thank you.
Ups, jetzt hatte ich beim... So. Mal gucken, ob es einfacher wird. Der gibt nicht auf irgendwie, oder? Wow, wow. Alter. Ja, ist schon klar. Nee, komm mit, Mann. Ist doch schwerer geworden, oder? Jetzt reagieren die ja richtig. Das haben die ja vorher gar nicht gemacht. Keine Kommentare, bitte. Okay. Ich brauche einen Anwalt. Hallo, Alter. Unerlaubte Gewalt? Wieso? Das hat sich doch nicht ergeben, oder? Oh, ich habe das Kokain da liegen lassen. Ich brauche meine Nase voll. Ich habe gerade die Waffe eigentlich aufheben wollen. Also ich will das nochmal schaffen, verdammt. Get down now. Get down. Ups, ich habe auf R gedrückt statt F. Ach, verdammt. Go. Ah. Oh, copy that. Get down now. Opening the door. Roger. Ah. Das wichtigste Element habe ich irgendwie vergessen zu machen, ne? Fall in on me. Okay. Schick meinen Kollegen jetzt einfach vor. Opening the door. Roger that. Fall in and stay close. Get down now. Stand down. Regroup on me. Achso, ich werde nicht geschossen. Wie habe ich das gerade gemacht? Ne, das war es nicht. Verdammt, das habe ich schon vergessen. Achso. Deckfläche. Roger that. Fuck! Also, ich weiß nicht, ob ihr das genauso dasselbe verspürt wie ich. Ich habe echt diesen Drang, das zu spielen und zu schaffen. Wie? Und er hat mir auf mich schießen wollen, Mann. Fall in on me. Ist mir egal, wie viele Punkte wir machen. Er läuft weiter. Ist das nächste Büro rein. Get down now. Get down.
Hands up! Son of a... Get down! Hä? Was der das nicht? Get down now! Ey, der hat doch auf mich geballert, Mann. Fall in and stay close. Get down! Zip them up. Roger that. Regroup on me. Danke. Go. Roger that. Okay. Fall in on me. Get down. Get over there. Affirmative. Okay, da war keiner. Fall in and stay close. Get down. Get down, man. Hands up. Runter mit dir. The target. Roger that. Nein, das gibt's doch nicht. Wir waren so gut, Mann. Wir waren so gut. Mann. Die Suns werden wir jetzt sowas von umbringen. Beim 50. Mal werden wir es schaffen. So. Öffne die Tür, Wiggs. Weiter, 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 weiter. Öffne die Tür. Opening the door. Get down now. Okay. Gut, jetzt wissen alle Bescheid. Fall in on me. Nee, geh du mal vor. Cover that area. Nee, brauchst du nicht. Geh da mal hin. Copy that. Du hast meinen Partner getötet! Offizier getötet, okay. Vielleicht schaffen wir es auch ohne ihn. Diese Schwanzlutscher warten echt hinter der Tür. Ach, der hat doch mich schießen wollen. Das hat doch jeder gesehen. Get down! Get down! Get down! Du, 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 du. Okay. Get down now! On the ground now! Heads up! Du hast doch eine Waffe in der Hand, oder? Was denn, Polizeigewalt, Mann? Der hat auf mich schießen wollen. Der ist bewaffnet, das hat doch jeder gesehen. Danke, dass du gedeckt hast. Hast du überhaupt einen Schuss abgegeben? Ich glaube auch, das sollte man zu zweit spielen. Also irgendwie, meine ich selber nicht jetzt, sage ich mal, der Beste, aber... Ich hatte gerade das Gefühl, er hat nicht geschossen. Obwohl er in seinen Schuss Richtung war. Ja, weiß ich. Komm, lass mich damit in Ruhe. Opening the door. Copy that. Hands up!
Fall in on me. Opening the door. Roger. Mach die Tür auf. Lockpick the door. Roger that. Lass die Tür öffnen. Opening the door. On the ground now! Get down! Test nehmen. Zip him up. Roger. Öffne die Tür. Roger. Okay. Clean. Weiter, weiter, weiter. Fall in and stay close. Weiter, weiter, weiter. Drei Räume noch. Open the door, Wicks, man. Roger. Get down now. Geh da rein. Affirmative. Suspect spotted. We have a dead person. Gut. Hast du gut gemacht, Wicks. Regroup on me. So. Du bist jetzt mein mobiler Türöffner. Affirmative. Heads up! Cover that area. Roger that. Gut, nimm ihn fest. Secure the target. Roger. Letzte Tür, letzte Tür. Go, stand down. Affirmative. Opening the door. Affirmative. Heads up! Nein, das gibt's doch nicht! Letzte fucking Tür! Das kann's doch nicht sein! Profi-Tipp: Zwinge Angreifer zum Aufgeben, indem du sie mit dem Kolben schlägst. Mann, der hat eine fucking Schrotflinte am fucking Anschlag. Mann, macht das Spiel Spaß. Ah, regt mich das auf, aber es inspiriert mich gleich zum Weitermachen. So. Wir waren so nah dran. So nah verfickt nochmal das Level zu schaffen. Das war der letzte Raum. Der letzte Typ, der sich den Arsch gerade abgewischt hat. Aber mit einer Flinte in der Hand. So. Tür aufmachen, Wix. Oh, ich habe daneben geschossen. Hast du Glück gehabt, Junge. So, haben wir noch hier Koks liegen? Was bist du denn für ein Gangster? Los, weiter, Rix. Oh! Ah, er hat aufgegeben. Finde ich gut. Ich habe eigentlich gerade, ja, wollte nicht auf Rix schießen. Warst du alleine? Ja, er war alleine. Koks. Noch mehr Koks. Yes. Many Koks. Oh, er gibt sie schon. Ich wollte gerade auf ihn schießen. Roger that. Also dafür, dass es jetzt leichter angeblich ist. Wow! Nein, mein Kollege! Kann ich ihn wiederbeleben? Nehme ich mit der Balance. Nee, ich habe mich geheilt. Okay. Tut mir leid. Dann wird das, glaube ich, eine kurze Runde sein, weil erstmal mobiler Türöffner. Ohne meinen mobilen Türöffner wird es eine kurze Geschichte. Oh, ja gut. Ich wollte jetzt auch nur mal sicher gehen. On the ground now! Get down now! On the ground now! Ihr habt meinen Kollegen erwischt, ihr Schweine. Drei Räume. Get down now. On the ground now. Get down now. Oh, na egal. Hätte jetzt nicht gedacht, dass er sich ergeben hat. Oder ergeben wollte. Heads up. Fucking Kacke. Gut, ich mache hier erstmal einen Break. das Video geht eindeutig lang genug. Ja, ich werde jetzt davon noch mehr Folgen bringen. Vielleicht zeige ich euch das nochmal, wie man das Level schafft. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß, so wie ich. Auch wenn ich mich ein bisschen aufrege, aber es macht Spaß. Es ist, wie gesagt,
Hotline Miami bloß schwerer, weil wir quasi die Leute am besten, ja, festnehmen müssen. Vielleicht muss ich einfach mehr exekutieren, keine Ahnung. Gibt zwar Minuspunkte, aber naja, ich überlege mal, wie ich weiterkomme. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, liken, kommentieren nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen. Also reingehauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.